Ich habe jetzt das erste Teil von der Krippe ausgesägt. Nachdem die Einzelteile alle ausgesägt sind, werden sie dann zusammengetackert. Aufs Krippendach kommen kleine Schindeln, wie fast alles bei Michael Best selbst hergestellt. Mir hat Holz schon von klein auf gefallen. Mein Papa, der ist Zimmermann. Von daher bin ich im Holz aufgewachsen. Und ich fand Weihnachten immer ziemlich schön und wollte eigentlich schon immer eine Krippe für mich selber bauen. Weil es einfach schöner ist, wie eine zu kaufen. Wichtig bei der Farbe ist eben, dass man keine Lackfarbe nimmt, sondern am besten eine Holzlasur, sodass man die Maserungen von dem Holz noch sieht. Es sieht dann edler aus, besser aus und macht einfach mehr her. Selbst gesammeltes Moos und Rinde, Heu aus dem Zoogeschäft, die klassischen Krippenfiguren, fertig ist die neueste Michael Best Krippe. Er fertigt alpenländische und orientalische Krippen im Baumstamm oder im Bauernhof und ist dabei selbst im Sommer in Weihnachtsstimmung. Das kann sein, dass ich im Urlaub bin, Sonne, Sonnenschein und dass ich dann einfach an meine Krippen denke. Am liebsten würde ich dann manchmal auch heimgehen und würde daheim mal weiter basteln. So richtig abschalten kann ich da nicht und will ich auch gar nicht. Für einen 21-Jährigen ein eher ungewöhnliches Hobby. Ich bin ziemlich viel mit meinen Krippen beschäftigt, oft mal bis spät in die Nacht. Fußball spielen, ja, vielleicht ab und zu mal selten, aber mein Krippen ist einfach meins, mit dem ich aufgewachsen bin. Und an dem hänge ich dann ziemlich dran.